Ups. Was war das denn? Okay, der mag das nicht, dass ich da hänge und gerespawnt werde. Oh Gott. Ist auch mal was Neues. Hatte ich auch noch nicht gehabt. Ah, okay. Achso. Oh, ich bin auch so ein Held, ne? Aber das ging ja mal locker. So, was muss ich jetzt machen? Okay, das heißt, wenn er da runterfällt. Ja, die kommt sehr schnell, okay. Ah, okay, das ist schon richtig, dass er hier unten ist. Weil ich muss, glaube ich, hier und er muss da unten. Ja. Oh, der war knapp, du. Okay, dich kriege ich nicht, ne? Nee. Schade. Krieg ich nicht. Das ist doof. Jetzt weiß ich nicht, muss ich den hier oben lassen? Ich glaube, ich lasse den mal da oben und guck mal, was passiert. Ach komm. Ey. Dass der mal landen muss, ne? Hallo. Okay, ich habe mich doch nicht doof beim letzten Mal angestellt. Alf war nicht tot, Spiel. Das bildest du dir nur ein. Dann nimm dich hier. Komm da, nimm die Münze. Hey, das war voll gut. Ich glaube, da hinten ist noch einer. Oder da kommt einer. Ich glaube, da kommt einer. Ja. Ah, hallo. Das war mein Problem. Das war nämlich mein Problem. Ah, ich weiß. Oh, das kriegt man ganz einfach hin. Oh, ich bin so doof gewesen, ne? Wenn man jetzt auch noch Quadrat drücken würde und nicht nach oben, wie im alten Oddworld-Teil. Ach, drück doch die fucking Taste, Mann. Was ist denn da so schwer dran, Abe? Drück! Oh, ey. Der will nicht. Dummer Hundesohn.
Warum hast du dich rumgedreht? Hast du etwa gehört, dass ich die Münze geschmissen habe? So. Was ist da gerade passiert? Muss ich dich doch mit runternehmen? Oder gab's hier irgendwie Bämpchen oder sowas? Nee, hier ist auch schon, glaube ich, Ende. Ah, der ist weg. Ach, der ist runtergefallen. Ja, dann. Dann komm mal mit. Oh, scheiße. Okay, dann machen wir das so. Nee, so nicht. Kann nicht beides gleichzeitig sagen. Ach, ist er auch mal tot gewesen? Wo sind wir denn hier? Achso, wir sind hier oben. Jetzt ist er gestorben. Das war das, was ich mich schon gefragt habe. Okay, machen wir es anders. So. Habe ich gespeichert? Mann! Es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier so lange dafür brauche. Das ist doch quasi schon vom... Ja, fick dich, du dummer Spaten. Klappspaten! Drück doch! Mann, zieh doch den Scheißhebel! Oh, stürz in dein Verderben! Einfach direkt hinterher. Mann, was will ich denn jetzt? Wie muss ich noch irgendwie runterkriegen? Komm mal her. Bleib mal irgendwie so da. Oder ich nehme dich einfach mit. Jo, da ist er hinüber, ne? Der kann nix. Nix kann er. Du musst hier bleiben. Holy! Wäre jetzt lustig gewesen, wenn der Strom angegangen wäre. Ach Gott. Endlich haben wir hinter uns. Ich weiß jetzt gar nicht, in welchen der rein muss, aber ich glaube, es ist egal, oder? Ah ne, er muss in den ersten. Ja, dann dürfen wir hinten rein. Oh, okay.
ihm. Hello. Hey, follow me. Komm mal her. Okay, keine Hunde. Einfach nur das hier nochmal machen. Was ist da drauf? Nix ist da drauf. Du bleibst schön da unten. Du Hund. Okay, Bämmchen. Bämmchen ist immer gut. Muss ich noch zurückkommen. Bömmchen habe ich. Kann ich Mr. Slick tot machen? Hi. Hey there. Get him. Ah, da kommt er. Ich dachte, er würde noch mal Slocks kommen. Na dann einfach. Hui. Und da sehe ich ein paar Schläfchen-Dinge. Weiß nicht, ob ich den hier so einfach mitnehmen kann. Oh, der ist aber schnell unterwegs, du. Oder ob hier... weitere Slicks sind, die wach sind. Okay, Türchen da unten ist auf. Das heißt, wir können zurück. Ich meine, hier war ein Fahrstuhl, ne? Ja. Ja, das ging ja. Oh. Okay. Das war gut. Ja, super. Niemanden aufgeweckt. Es kann nicht besser gehen, ne? So. Okay. So, komm du nochmal hier rüber. Krieg ich den? Nee. Okay, man konnte es ja probieren. Uiuiuiui. War knapp. Muss ich abwarten. Dass der gute Mann sich hinsetzt und arbeitet. Er steht noch. Ich hätte natürlich auch da hinten abstellen können, ne? Setz dich hin. Macht er nicht. Stelle ich den da hinten ab und hol den später wieder.
Aber wenn er sich da nicht hinsetzen will, dann kann ich dem auch nicht weiterhelfen. Ich muss den da doch hinhauen. Oder kriege ich... Nee, den kriege ich da nicht hin, oder? Willst du nicht mal danach gucken, was da ist? So. Guck mal, Münzchen. Nicht? Schade. Wo habe ich denn gespeichert? Da üben. Ach, Scheiße. Da können wir hier den Strom rumdrehen. Nee, du hast mich doch gar nicht gesehen. Ah, da wollte... Wollt er sauber machen. Los. Hey there. Follow me. Let's go. Okay, wir mussten den da abstellen. Jetzt fällt mir das gerade auf. Wir mussten den da abstellen, damit wir dann hinten durchrennen können. Okay. Warum ist er denn nicht mitgekommen? Super. Heieiei. Du bleibst mal da. Ich muss das jetzt hier erstmal alles nachgucken, ob das hier alles so richtig ist. Oh. Gut. Follow me. Okay. Ist es jetzt besser? Kannst du dich mal hinsetzen und putzen? Kann mich einfach fallen lassen? Ah, supi. Da muss ja gar nichts mehr. Komm mal mit. Oh, können wir den retten? So, dich brauche ich. Um den Strom hier auszumachen. Und ansonsten die oben da können wir da lassen, können wir töten. Müssen wir aber nicht. Deswegen. Lassen wir die mal da, die können ja noch schön ihre Arbeit machen. Und wir verpissen uns. Yay! Wir haben fast genau eine Stunde gebraucht. Ah. Stunde 21? Was? Stunde 21 stimmt aber nicht. Ich bin ja eine Stunde 3 bin ich am Aufnehmen, also kann das... Ne. kann sein, dass es mein letzter Durchgang war, oder? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, wir haben als Escape gemacht. Jo. 16 Minuten. Das ist zackig, du. Gut. Damit wäre New and Tasty komplett beendet. 100%, 300 Daken. Der gute Alf. Jo, dann werde ich euch mal verraten, was als nächstes für ein Let's Play kommt. Und zwar ein sehr kurzes Let's Play, denn es folgt Flow. Wird jetzt wahrscheinlich einigen von euch nichts sagen. Aber die Leute, die mein
Flower Let's Play gesehen haben. Flow ist von den gleichen Machern. Ja, ist okay. Flow ist von den gleichen Machern. Und ist halt sehr kurz. Gibt's auch einen DLC, den ich dann auch spielen werde. Weil das Level vom DLC ist echt cool. Und ja. Also es werden jetzt, habe ich schon mal in Twitter, habe ich das schon mal gepostet, es werden jetzt viele kleine Projekte folgen. Ja, damit ich teilweise mal Serien, ich nenne es mal Serien, fertig krieg. Obwohl ich kann nicht, ich verrate es euch einfach mal. Und zwar habe ich jetzt vor, Flow zu spielen. Flower habe ich ja schon als Let's Play. Dann wollte ich nochmal Journey spielen. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich da 100% mache, weil ich nicht mehr ganz genau weiß, wo diese ganzen Sachen alle versteckt waren. Deswegen muss ich nochmal überlegen, ob ich da die 100% hole. Und dann Abzu. Oder Abzu. Oder Abzu. Ich weiß nicht, wie das Spiel ausgesprochen wird. Das ist das Neueste von den Machern von Flower und Journey und Flow. Und da habe ich wirklich nur ganz wenig von bisher gesehen. Also es wird ein komplettes Blind-Let's Play. Und ich habe davon die ersten 20 Minuten oder so vom, beim Simon im Let's Play gesehen, also von den Rocket Beans. Und da hat er auch noch nicht wirklich viel gemacht in den ersten 20 Minuten. Aber ich bin da echt mal gespannt, wie das so ist. Sieht auch vom Charakter her aus ähnlich wie der Charakter in Journey. Vom Gesicht her und von den Augen. Und ja, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall hier, Ives Escape ist ein nettes Add-on, vor allem weil es halt schwierig ist. Im Gegensatz zum Hauptspiel. Also es ist auf jeden Fall schwieriger als das Hauptspiel. Hat knackige Stellen. Zum Beispiel halt, dass man da auf Zeit was hatte, weil sonst wäre der Alf sonst gestorben. Ja, das war auf jeden Fall mega cool. Und ich hätte mir gerne noch mehr DLCs in der Richtung gewünscht, aber leider gibt es da nicht mehr. Aber 2017 soll ja, glaube ich, Soulstorm rauskommen. Und das soll noch düsterer werden als das eigentliche Exodus. Und es soll auch irgendwie, ich habe auch gehört, dass das irgendwie anders werden soll. Also ich weiß nur, dass die Spieleentwickler damals unter Zeitdruck standen und Exodus nicht so geworden ist, wie es eigentlich hätte werden sollen. Und ja, die wollen das jetzt so machen, wie Exodus eigentlich hätte werden sollen, würden tun. ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Aber wie gesagt, es ist noch ein bisschen hin und ja, gut. Dann werde ich morgen höchstwahrscheinlich Flow aufnehmen, vielleicht auch schon direkt Journey, weil das sind echt kurze Spiele, aber halt mit einer super Atmosphäre. Flow jetzt nicht so ganz, aber Journey ist schon mega cool. Ja, habe ich, also übrigens, Journey habe ich schon im Let's Play, im Stream gespielt, wollte ich aber gerne nochmal als Let's Play, weil es halt cool ist und ich dann quasi die Serie so beisammen habe. Noch was Kurzes, hat jetzt auch nichts mit Oddworld zu tun. Ich habe mir Tony Hawk's American Wasteland in so einem Second-Hand-Laden für 6,50 Euro, glaube ich, für ein Gamecube geholt. Und das wollte ich jetzt auch nochmal komplett durchspielen und gucken, das werde ich wahrscheinlich am Anfang alles machen, also gucken, ob das funktioniert. Die Mission mit dem Tabletop. Und im Manual. Ja, die hat ja auf der PlayStation 2 Version nicht funktioniert. Deswegen wollte ich jetzt gucken, ob es auf der GameCube Version geht. Und wenn es da nicht geht, werde ich mir noch die AMI Version kaufen. Also die NTSC Version. Für die PlayStation 2, weil da weiß ich hundertprozentig, dass es funktioniert. Das ist irgendwie nur ein Fehler in der PAL Version. Und dann würde ich das noch gerne, ja, quasi vervollständigen, so dass wir da 100% haben, weil ich habe Tony Hawk's American Wasteland, meine ich mal, auf 100% gespielt, glaube ich. Also ich habe mal jedenfalls alle Ziele gemacht und so. Deswegen möchte ich halt auch gerne die BMX-Sachen machen. Ja, so, jetzt genug gequatscht. Wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play,
nämlich Flow für die PlayStation 3. Morgen, wenn wir nicht Donnerstag haben, wenn ich das hier hochlade, wieder. Gut, dann gute Nacht. Wir haben jetzt übrigens, weiß ich nicht, 9:30 ungefähr abends. Und Montag, der 10.10. Ja, dann, ne? Viel Spaß, was auch immer ihr jetzt vorhabt. Und wir sehen uns. Tschüss.